Willkommen auf Bermuda. Ein Eimer, der bis zum Rand mit verrotteten Fischgräten gefüllt ist. Lecker. Ich halte mich weit davon entfernt. Es ist eine sehr königlich aussehende Eisskulptur. Okay. Was ist das hier? Das Ratshaus. Es ist abgeschlossen. Vielleicht komme ich später wieder. Okay. Extra hergekommen, die haben alles zu. Da steht Gerichtsgebäude von Bermuda. Du schon wieder. Der schon wieder. Wie kann der gleichzeitig dort unten und hier oben sein? Oder gibt's den zweimal? Ruhe! Ruhe im Gericht! Ich werde Sie wegen Missachtung des Gerichts vorladen, weil Sie nicht um Erlaubnis gebeten haben, sich dem Richtertisch zu nähern. Kann ich ja gar nicht leiden, solche Leute. Ja. Gewählt oder ernannt? Das ist ja schon mal wichtig, ne? Können wir ihn feuern lassen? Seid ihr ein gewählter oder ernannter Beamter? Ruhe! Ruhe im Gericht! Wenn ich keine Ruhe bekomme, werde ich das Gericht räumen. Ja, okay. Darf ich an den Tisch herantreten, Euer Ehren? Sie dürfen an den Tisch herantreten. Das Gericht tagt jetzt unter dem Vorsitz von Richter Planke. Wie plädieren Sie? Plädieren? Ich bin hier nicht vor Gericht. Bin ich angeklagt. Hier muss ein Fehler vorliegen. Ruhe! Ruhe im Gericht! Ruhe auf der Tribüne oder es wird Verhaftungen geben! Ich bin nicht angeklagt. Kannst mich mal, Arschloch. Lass mir doch nicht von jemandem dumm zulabern, nur weil er Richter ist. Solange ich nicht angeklagt bin, kann er mich mal kreuzweise. Habe ich schon erwähnt, dass ich auf der Suche nach dem Geheimnis von Monkey Island bin? Solange die Angelegenheit nicht gerichtlich verhandelt wird, ist sie für mich nicht von Interesse. Allerdings erinnere ich mich an einen Fall vor einigen Jahren, in dem behauptet wurde, das Geheimnis sei ein Betrug und eine Masche, um Computerspiele zu verkaufen. Was? Ich glaube, das wurde außergerichtlich gegen eine beträchtliche Summe geregelt. Das kann doch nicht wahr sein. Ein Betrug? Ein Betrug einfach nur, um Leute dazu zu bringen, 6 Monkey Island Spiele zu kaufen? Nein! Das kann ich mir nicht vorstellen. Nie und nimmer. Das würde Corina niemals erlauben. Euer Ehren, müsst ihr eure Roben selbst kaufen? Oder sind sie gerichtlich angeordnet? Ruhe! Ruhe im Gericht! Wenn ich keine Ruhe bekomme, werde ich das Gericht räumen! Euer Ehren, tragen Sie unter dieser Robe eine Hose? Bitte bedenkt, dass ihr unter Eid steht. Ruhe! Ruhe im Gericht! Wenn ich keine Ruhe bekomme, werde ich das Gericht räumen! Was ist das hier für ein Affentheater? Was hat Euer Ehren falsch gemacht, um diese Ernennung zu erhalten? Schlagen Sie niemals einen Richter des obersten Gerichtshofs beim Cribbage. Warte, ich muss ganz kurz was im Discord schreiben. Oh, sorry. Beim Quidditch? Hat er gerade Quidditch gesagt? Das ist alles, Euer Ehren. Die Sitzung wird vertagt. Was für eine Sitzung? Ich bin ja nicht mal angeklagt. Was willst denn du? Darf ich an den Tisch herantreten, Euer Ehren? Sie dürfen an den Tisch herantreten. Das Gericht tagt jetzt unter dem Vorsitz von Richter Planke. Ja, ich habe keine Angelegenheit. Ich dachte, wir wollten Stan retten. Und ist das da oben ein goldener Schlüssel? Ich habe keine Angelegenheiten mit dem Gericht, Euer Ehren. Die Sitzung wird vertagt. Ah. Der oder die, ich glaube die Königin von hier. Das ist Schlüssel. Jemand, den ich unbedingt kennenlernen muss. Schlüssel, ja. Aber was mache ich denn jetzt hier? Ich dachte, ich will jetzt Stan irgendwie rausholen. Ruhe! Ruhe im Gericht!
Ich verlange Ruhe! Verschwenden Sie nicht die Zeit des Gerichts, indem Sie inkompetente, irrelevante und unwesentliche Beweise vorlegen. Inkompetent? Du bist inkontinent. Ist denn nichts anderes auf der Insel? Ich dachte, wir könnten hier irgendwie Stan antreffen und den König oder die Königin. Es ist abgeschlossen. Vielleicht komme ich später wieder. Ist denn nichts anderes auf der Insel? Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Ah, doch. Hier sind noch andere Sachen. Guck mal. Zum Eisschloss, zum Eissteinbruch. Chaos-Tricks-Erweiterung? Schreibt die auch gerade irgendwas, oder wie? Soll ich die vielleicht ausmachen, wenn ich nicht gerade Valheim spiele? Oder was macht die bei euch? Ich kann sie ausmachen, wenn sie euch stört. Ich brauche sie eigentlich nur für Valheim. Nette Aussicht! Im Browser geht alle Nase lang eine Meldung auf. Man soll die Berechtigung dafür erteilen. Das ist ja blöd. Nee, dann mache ich sie ganz, ganz fix mal aus. Ich will ja euch nicht mit sowas stören. Vor allem, wenn das Spiel gerade nicht mal läuft. Das geht ganz zack. Auf Erweiterungen. Meine Erweiterungen. Chaos Tricks. Deaktivieren. Ja. Und wenn ich dann am Mittwoch und Donnerstag wieder spiele, mache ich es wieder an. Problem gelöst. Ja, nö, ich wusste gar nicht, dass es Probleme bereitet. Richtig, sagt einfach Bescheid. Dann kümmern wir uns direkt drum. Runterschauen. Uff, da geht's aber tief runter. Wow, von hier möchte ich nicht runterfallen. Das ist so ein Red Flag. Fallen wir da noch runter? Nein, nicht Red Flag, wie nennt man das? Black Flag? Nee, wie nennt man das? Wenn das quasi angekündigt wird und dann passiert das. Foreshadowing. Loderndes Feuer, schmelzendes Eis, sehr hügelig. Willkommen, treuer Untertan. Ich bin kein Untertan. Bin sowas von nicht treu, dass ich dich direkt beklaue. Diese Streichhölzer sind speziell für Temperaturen unter dem Gefrierpunkt entwickelt worden. Haftungsausschluss, brennt nicht unter Wasser. Und direkt geklaut. Er füllt sich langsam mit Schloss. Er füllt sich langsam mit Schloss, ja, mit tauendem Schloss. Herrlich. Das ganze Schloss ist aus Eis. Zum Glück brennt hier ein Feuer, sonst wäre es eiskalt. Am Ende der Planke. Mein einziges Exemplar. Bitte nicht anfassen. Okay. Am Ende der Planke, das ist doch von dieser... von einer dieser bösen Piratinnen geschrieben, oder? Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Grunt. Was war denn das für eine Antwort? Schönes Wetter haben wir. Urk. Ich verstehe. Bermuda scheint ein freundlicher Ort zu sein. Urk. Ich verstehe dich. Droggelbecher, genau. Das hat so Droggelbecher-Vibes. Grunt. 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 Herrlich. Ich bräuchte mal eure Krone.
Eure Königinnenhaftigkeit? Ha! Kein Grund, so förmlich zu sein. Das ist Bermuda. Du bist Guybrush Threepwood, nicht wahr? Ich bin Odina die Neunte. Ich kenne deine Frau. Hat ein ganz schön maskulines Gesicht für eine Frau. Das Kinn. Hätte ich auch gerne so eins. Elaine? Du klingst unsicher. Wie viele Frauen hast du? Nur die, von der ich weiß. Was führt dich nördlich des 19. Breitengrades, Guybrush? Oh. Sollen wir direkt richtig ehrlich und offen sein? Ist das einer der goldenen Schlüssel auf eurem Kopf? An meine Krone geschweißt. Das ist richtig. Die Krone der Schlüssel ist ein zeremonielles Artefakt, das von der regierenden Königin von Bermuda getragen wird. Ursprünglich wurde sie aus den Hausschlüsseln der Einwohner hergestellt, als Geste des Vertrauens. Und oder Unterwerfung? Meine Vorgängerin als Königin ist diejenige, die den goldenen Schlüssel hinzugefügt hat. Ich finde, das verleiht dem Ganzen etwas mehr Pfiff. Aber den brauchen wir. Vielleicht kann ich helfen, diesen wertvollen Gegenstand zu schützen. Ich denke, bei mir und den bewaffneten Wachen, die am Fuße der Treppe stehen und dir den Ausgang versperren, ist sie absolut sicher. Du darfst die Krone erst anfassen, falls und wenn du Königin wirst und nicht vorher. Königin werden? Interessant. Also ich erinnere mich, in Monkey Island 2 hatten wir auch mal ein sehr, sehr schönes, elegantes, rosa Kleidchen an. Das könnten wir ja nochmal wiederholen. Rein hypothetisch. Wie genau würde eine Person Königin von Bermuda werden? Du musst es dir verdienen. Gewinne sie. Entreiße sie dem eisernen Griff der vorherigen Königin. Die meisten Menschen können das natürlich nicht schaffen. Aber nach den Traditionen von Bermuda sind alle willkommen, es zu versuchen. Um Königin zu werden, musst du deine Qualifikationen unter Beweis stellen, indem du die aktuelle natürlich wieder drei Aufgaben. In drei Wettbewerben besiegst. Die Wettbewerbe testen deine Herzhaftigkeit, deine Ernsthaftigkeit und deine Intelligenz. Intelligenz. Guybrush. Intelligenz. Wir haben verloren. Wir haben verloren. Ich habe einige von diesen Dingern. Drei Prüfungen. Es ist genau wie ein Pirat zu werden. Drei Prüfungen. Es ist genau wie ein Pirat zu werden. Es ist gar nicht so wie ein Pirat zu werden. Bis auf den Teil mit den drei Prüfungen. Wettbewerbe. Es sind Wettbewerbe. Könnt ihr mir mehr Details zu den Wettbewerben geben, um Königin zu werden? Der Wettbewerb der Herzhaftigkeit ist ein Essenswettbewerb. Oh. Roher Fisch. Nenn es Sushi, wenn du dann besser schlafen kannst. Beim Wettbewerb der Ernsthaftigkeit musst du ein ernstes Gesicht bewahren. Wer zuerst lacht, hat verloren. Was ich nie tue. Der Wettbewerb der Intelligenz ist ein Algebra-Test. 20 Sekunden Zeit, die beste Antwort gewinnt. Und ja, ich habe immer die beste Antwort. Das klingt, als ob du das ernst meinst. Okay. Herzhaftigkeit. Können wir ihr vielleicht so einen widerlichen Fisch hinlegen? Ich fordere euch zum Wettbewerb der Herzhaftigkeit heraus. Komm mit mir. Wir müssen in die Stadt gehen. Siehst du die Triangel? Es gibt drei davon hier im Gebäude. Eine für jeden Wettbewerb. Wenn du eine Herausforderung formell aussprechen willst, läutest du die Triangel. Dios mio, ein weiterer Wettbewerb. Meine Damen und Herren, obwohl mich Ihr Appetit auf diese ekelhafte Angelegenheit immer wieder erstaunt, ist es meine feierliche Pflicht, diesen Wettbewerb der Herzhaftigkeit zu beurteilen. Wie Sie alle sehr genau wissen, besteht das Ziel darin, erfolgreich und dauerhaft mehr rohen Fisch zu verzehren als der Gegner. Der okay. heutige Fisch für die Herausforderung? Krötenfisch. Mm.
Moment mal! Der Eimer der Fülle enthält keine Fülle! Es sind überhaupt keine Fische drin! Und ohne Fisch kann der Wettbewerb nicht stattfinden! Gehen Sie alle nach Hause! Aha, wir müssen den Fisch dann besorgen gehen, im Fischladen. Ich verstehe. Aber wie sorgen wir dafür, dass wir gewinnen? Wir müssen ja auch irgendwie dafür... Wir müssen ja immer die Wettbewerbe manipulieren. Guybrush ist eine Niete und kann nichts gewinnen. Das sollte klar sein, ne? Also müssen wir jetzt den Fisch besorgen gehen. Das ist kein Problem. Aber wie sorgen wir dafür, dass er gewinnt? Wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Das ist einfach Drogelbecher. Ah, Drogelbecher. Das ist es. Danke. Ich bin immer so glücklich und so froh, ja, wenn solche krassen Hinweise aus dem Chat kommen. Drogelbecher. Es ist ein leerer Eimer. Okay. Ich spüre, wie die ganze Wärme durch den Schornstein entweicht. Luftzug. Also ist klar, wir wissen, wir müssen den Fisch besorgen. Aber wie gewinnt er dann am Ende? Und wo sind die anderen Triangel? Ich hatte gesagt, hier gibt es 3 Stück. Achso, hier, Herzhaftigkeit. Zwischengeschoss, Hinterzimmer. Aha. Wir können uns ja die anderen schon mal angucken. Also das hier ist das Essen. Was gibt's denn hier hinten? Oh, eine Herausforderung. Willkommen, Eure Majestät und Intelligenz. Mr. Freeport, oh Gott. Zum oh Gott. Wettbewerb der Intelligenz. Vor jedem von Ihnen liegt eine fortgeschrittene Algebra-Aufgabe. Lösen Sie die Aufgabe so vollständig wie möglich und vergessen Sie nicht, Ihre Arbeit zu zeigen. Kein Gucken, kein Kopieren, kein Vertauschen von Papieren und kein Schummeln. Ich werde in 20 Sekunden zurückkommen, um Ihre Arbeiten zu benoten. Ihre Zeit beginnt jetzt. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie man eine Algebra-Aufgabe löst. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Keine faulen Tricks, Freundchen. Nicht abschreiben. Die Zeit ist um. Ich nehme die Papiere. Keine Überraschung. Königin Odina hat eine klare und korrekte Antwort mit einem Schritt-für-Schritt-Beweis geliefert. Mr. Threepwood scheint Teile von mehreren nicht zusammenhängenden Gleichungen von der Tafel abgeschrieben zu haben. Königin Odina ist die Gewinnerin. Mehr Glück beim nächsten Mal. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass wir die Arbeiten vertauschen können, ne? Okay. Aber wie ist die Frage? Und was gibt es dann hier drinne? Oh ne, das hatten wir gerade. Was gibt es hier drinne? Drogelbecher! Ja, warum hast du gleich alles verraten? Meine Damen und Herren, zu Ihrem Vergnügen präsentieren wir Ihnen zum 11. Mal in dieser Woche den Wettbewerb der Ernsthaftigkeit. Yay! Nicht lachen, ja? Auf dieser Seite ist die amtierende Königin Odina die IX von Bermuda. Und auf dieser Seite der Herausforderer Guybrush Threepwood. Derzeit arbeitslos und ohne festen Wohnsitz. Wenn Sie alle zur Ruhe Pirat. Kommen, wird der Wettbewerb beginnen. Der erste Teilnehmer, der lacht, ist der Verlierer. Kennst du die Geschichte von dem Mann, der seinen Scurvy Dog gepfeffert hat? Er meinte, da läge der Hund im Pfeffer begraben.
Ist das das Beste, was ihr zu bieten habt? Ich hab eine Idee. Und geht das nicht? Warum geht das nicht? Mist, ich wollte hier einen Röpser machen. Ich dachte, vielleicht lacht sie über einen Röpser. Elaines Dingsterbums vorlesen? Ich brauche einen echten Marketing-Experten. Jemanden, der Fußpuder an Fische verkaufen kann. Oh, wirklich? Wir brauchen Stan? Streichhölzer zählen. Ich bin sicher, es sind viele. Was soll ich jetzt machen? Witz erzählen. Wie nennt man einen Papagei mit einem Bein? Warum kann der Ozean seine Stiefel nicht ausziehen? Was ist der Unterschied zwischen einem Schrubbi und einem Mob? Das möchte ich wissen mit dem... Warum kann der Ozean seine Stiefel nicht ausziehen? Habe ich schon gehört. Du kannst genauso gut aufgeben. Ich habe schon alle Witze gehört, die es auf dieser Welt gibt. Wettbewerber, die Zeit ist abgelaufen. Da keiner von ihnen gelacht hat, ist der Wettbewerb unentschieden. Bis dann. Unentschieden. Also gewinne ich. Nee, das ist ja blöd. Würde ich sagen, müssen wir als nächstes... Also ich weiß, wir müssen noch den Fisch holen, aber bevor wir die Insel erstmal verlassen, gehen wir mal Stan besuchen, oder? Gehen wir einfach mal Stan besuchen. Wie kommt man jetzt wieder dahin? Ach da, Inselzentrum. Genau.